I'm a G, but you knew this. Was geht ab, Leute? Der Panda ist für euch back am Start mit einem brandneuen Call of Duty Informationsvideo zu Black Ops 3 und ich wollte in diesem Video drei Sachen ankündigen, um genau zu sein. Morgen kommt das Abo-Special, das ist eine Montage, das kann ich euch so viel schon verraten. Seid auf jeden Fall gespannt drauf, würde mich echt freuen, wenn ihr morgen auf jeden Fall um 16 Uhr einschaltet. Da werde ich die Montage auf jeden Fall freischalten. Des Weiteren geht es in diesem Video eigentlich um zwei Dinge. Einmal ist die Open Beta jetzt wirklich Open Beta, das heißt auf PlayStation kann man die Beta jetzt auch ohne Key und ohne Token freischalten und dann auch runterladen. Das heißt, die ganzen Nachrichten, die ich aktuell immer bekomme, dass das nicht funktioniert oder was auch immer mit dem Code oder dem Token ist, guckt einfach im PlayStation Store, da könnt ihr die jetzt aktuell einfach kostenlos runterladen, ohne euch irgendwo anzumelden. Das heißt, die Beta ist jetzt for free auch für den PSN Store für alle verfügbar. Dann gibt es noch was zu den Prestiges zu sagen und dem Max-Level Cap im wirklichen finalen Spiel, nämlich auf Twitter gab es eine kleine Antwort auf einen Tweet von einem User, RiotEF. Der hatte nämlich David Wonderhaar direkt gefragt, was das Max-Level im finalen Spiel sei. Darauf hat Wonderhaar direkt geantwortet und meinte, Level 55, maximal 10 Prestiges und das wird sich nicht ändern. Und natürlich noch eine Sache, die sie natürlich wieder mal nicht verraten. Sie machen ja immer einen großen Hype daraus der Sache. Ich bin mir nicht ganz sicher, was diese Sache sein kann. Der genaue Tweet laut war, 55, 10 Prestiges and something special that is unannounced. Nichts weiteres dazu gab es jetzt auch irgendwie auf Twitter zu finden oder Reddit oder irgendwelchen anderen Foren, die ich durchstöbert habe. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was diese unbekannte Sache ist. Und da gibt es wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen, die jetzt in den nächsten Tagen rauskommen werden. Vielleicht haut Wonderhaar auch nochmal einen Tweet raus. Bin mal gespannt, vielleicht zur Xbox-Phase der Beta. Und dann sind wir auch schon am Ende dieses kurzen Infovideos. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Schreibt mir eure Meinung dazu mal ab in die Kommentare. Wenn ihr auf dem neuesten Stand von COD sein wollt, dann auch natürlich auch nochmal abonnieren. Wir sind jetzt schon fast 6.800 Abonnenten Stand jetzt. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir diese Abos heute noch voll kriegen. Und dann auf jeden Fall morgen 16 Uhr einschalten, wenn es heißt Abo-Special. Seid auf jeden Fall am Start. 16 Uhr werde ich es freischalten am Sonntag, nämlich genau morgen. Und dann werden wir uns morgen wiedersehen. Macht das gut, haut da rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.